Ja, kannst du jetzt umlegen? Und was passiert jetzt? Blockiere ich mit dem Einzug jetzt den Einfahrenden? Hier passiert gerade nichts, also ich gehe mal raus. Puh, endlich schnell zurück zu John. Was hat's mir jetzt gebracht, den da wegzuschieben, weil ich den anderen dann auf das tote Gleis hier lege, oder wie? You have my gratitude for saving my bride, but Margaret is frail due to her weak heart, and she will die if she is exposed to the elements. We must warm her. Quick! My carriage at the square has a blanket and a burner. Here, take the keys. Darauf kommst du erst jetzt. Also gut, ich habe Zug A aus dem Weg geschafft, damit Zug B, weil ich ja die Weiche umgestellt habe, da einfahren kann, damit sie zumindest mal nicht überfahren wird. Aber wenn ich mich nicht beeile, friert die Frau, ja natürlich. Das war's dann wohl mit dem Heilsgerät. Da muss ich wohl improvisieren, um für Ersatz zu sorgen, wie immer. Okay, 1 Million kaputter Weinschlauch und ein Skalpell und ich habe zumindest mal die blöde Decke für sie. Wie gut, dass die Frau das halbe Abenteuer hier verpennt. Das ist ein, ich nenne es jetzt mal Essenskabine, Kantine, was auch immer. Halt den Schnabel. Und da steht Essen auf dem Tisch mit einer Glocke darüber. Und da ist eine lebende Ente, Gans, was auch immer. Es ist toter Vogel, nicht toter Vogel darunter. Ich glaube, es soll eine Gans sein. Ich hab nicht genug Wein, um dieses Spiel auszuhalten. Ich habe mir ja extra Wein geholt, weil ich schon genau gewusst habe, das wird wieder eine Vollkatastrophe. Aber das geht echt gar nicht hier. Ich brauche etwas, um diese Äpfel zu transportieren. Ja, von mir aus auch dies. Alles, was du sagst, mir ist gerade alles egal hier, ne? Nimm den Korb. Das ist, wer lebende Enten hier im Restaurant vergessen kann. Ja, von mir aus. Das war doch eine Ente, oder? Oder war das eine Gans? Das war eine Gans, das war keine Ente. Boah, für eine Gans ist das viel, viel zu klein. Da ist etwas unter dem Deckel. Ja, Trinkgeld. Du meine Güte, lernen, lesen. Ich kann mit dem Skalpell da nicht reinrandalieren, weil ich das Skalpell irgendwie mit was anderem benutzen muss. Aber womit denn? Mit dem kaputten Weinschlauch? Zerschneide ich den noch viel mehr? Nehme ich den Weinschlauch mit dem Garn? Ja. Jetzt habe ich noch ein T-Sieb und ich habe einen Trichter. Ich habe die Decke für sie. Ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Das ist heißes Wasser. Wo kann ich es hingießen? Hineingießen. Warum hat man im Zapfhahn heißes und kaltes Wasser? Das ist normalerweise ist das ein Zapfhahn, um Getränke rauszulassen. So kenne ich das zumindest, aber. Ja, ist okay, ist in Ordnung. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Wie lange quäle ich mich schon? Ich quäle mich noch nicht mal ganz eine Stunde. Das ist doch nicht wahr. Und habt ihr Spaß bei dem Spiel? Freut's euch, mich hier ragen zu sehen? Ich hoffe, ihr fühlt euch wenigstens von meinen Wutausbrüchen unterhalten. Ja. Okay, ich bastel hier eine Kiste zusammen. Ich steck gerade alles ein, was mir in die Finger kommt. Das Glas ist fest verschlossen. Tür war fest verschlossen. Kennt das noch einer? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ich hoffe, irgendwer kennt das. Öl und Nudelholz. Nudelholz. Das hätte ich jetzt auch gerne. Einfach nur meine Wut hier auszulassen. Alter, ich beiß echt gleich in die Tischkante bei dem Spiel. Salz und 3 Teller. Salz und 3 Teller. Ich habe hier 1000 Cupcakes. Warum kann ich die nicht einfach mitnehmen und mich hineinstopfen? Eine Gabel, Chili und eine Schöpfkelle, ne? Gut, eine Gabel habe ich.
Da ist Butter, da sind Pilze. Wenigstens ist in der Küche kein Gammelessen. Da ist die Chili, da ist noch eine Gabel, da ist die Schöpfkelle. Jetzt brauche ich noch eine Gabel, Salz und drei Teller. Teller Nummer 1. Das ist kein Teller, das ist ein Teller, das ist ein Teller und dann ist die Gabel. Es fehlt immer noch Salz und Öl, ne? Was ist das? Salz, jetzt brauche ich noch das Öl. Das ist ein Milchshake, ist das Öl? Draht, okay. Jetzt habe ich Draht, mit dem ich was exakt mache. Was soll ich denn mit dem Fassdeckel bitte machen? Also ich dachte eigentlich, ich tüdel das Fassdeckel, den Fassdeckel um das eine Rad da drumherum, aber kann ich das Skalpell mit dem Draht benutzen und davon was abschneiden? Ich weiß es nicht. Ich bin mildly confused und irritiert. Was mache ich mit dem? Nee. Ich habe heißes Wasser, das ich nirgendwo hineingießen kann. Ich hab zumindest mal einen Trichter, aber ich habe. Kann ich das in den Weinschlauch gießen? Okay, jetzt habe ich eine Wärmflasche, habe ich mir gebastelt. Okay, das ist sogar halbwegs sinnvoll hier. Ich gehe der Frau hier mal die Wärmflasche geben und die Decke drüber werfen und. Die braucht keinen Kopf kissen. Margarets Medizin? Was für eine Medizin? Davon war die Rede, oder? Hieß es nicht nur. Ja, sie ist ja sehr fragile, aber hat der Typ was von Medizin gesagt? Ich habe irgendwas gehört von, ja, hol den Heilsstrahler und die Decke und wärme sie. Was denn für eine Medizin? Was soll ich denn da. Was soll ich denn wissen, was die Frau für eine Medizin braucht? Also er schickt mich hier hin, aber hier ist doch nichts mehr. Okay, ich soll zum Pferd, ne? Ich muss das Pferd beruhigen. Womit denn? Mit Äpfeln? Okay, das Pferd ist beruhigt. Das Pferd will kein Stroh, das Pferd will Äpfel. Was mir jetzt trotzdem nicht weiterhilft, weil ich nicht weiß, wie ich das Rad reparieren soll. Und ein Fassdeckel mit Bohrer. Wagenrad mit Loch. Kann ich das jetzt noch da hinsetzen? Okay. Ja, klar. Schmeiß mir eine riesen Schlange hin. Macht ja auch voll Sinn. Was für eine grauenvolle Kreatur. Halt die Klappe, du brüllst mir zu laut. Moment mal, Feuer hat mir doch schon mal in einer solchen Situation geholfen. Ich hab nur gerade keins bei mir. Tut mir leid, ich muss erst ganz zurücklaufen, um mir Feuer zu holen, aber womit nehme ich das jetzt mit? Mit meinem T-Sieb? Mit meinem tollen. Ja, mit dem Magneten wohl kaum. Mit Handschuhen kann ich nicht reinfassen. Ja, was muss ich mit dem Stroh machen? Das Kapell zu teilen? Das T-Sieb und Stroh? Draht und Stroh? Strohfackel, okay. Ohne Öl geht diese Fackel gleich wieder aus. Okay. Ist in Ordnung. Wobei diese Fackel auch mit Öl sofort ausgeht, weil es Stroh ist und Stroh wie Zunder brennt. Das Öl verhindert nicht, dass die länger brennt. Ich habe keine Zeit, durch die Gegend zu streifen, während Margarete da draußen erfrieren könnte. Ist ja gut. Also gut, ich braue dieser Frau aus diversen Kräutern offensichtlich ja einen Tee. Mit dem Magneten, mit dem Handschuh. Was soll ich denn jetzt machen, ey? Gut, die ganze ist mir davon gelaufen. Braucht keiner mehr. Du bist eh. Her hands are turning to blue. She must have her heart medicine. Here is her prescription. Use my carriage and speed to the nearest pharmacy in the center of the city. But mind the horse. He can be a handful.
woher sieht der Typ, dass ihre Hände blau werden und sie ihre Medizin für ihr Herz nehmen muss? Der ist da drin eingesperrt und er ist super unnütz, weil er nicht mal versucht, hier auszubrechen. Vor allen Dingen, woher soll ich denn wissen, dass ich mit dem Typ hier nochmal reden soll? Das war jetzt einfach nur eine Verzweiflungstat. Halt, nee, Rezept, ja. Also das Spiel ist echt nicht gerade logisch aufgebaut. Es ist furchtbar kalt hier draußen, mit bloßen Händen beseitige ich den Schnee nicht. Warum nehme ich mir jetzt Schneebälle mit? Verschlossen, ja, ach nein. Ich brauche etwas, um das herauszuziehen. Ich gebe hier gerade schon so geistig irgendwie so ein bisschen auf, ne? But before the wedding could be celebrated, Sheena, the lovely daughter of a village elder, found herself lost in the forest. Night fell, and still Sheena could not find her way. Finally, she bedded down in the forest, drifting into a deep and restful sleep. Mehr Alkohol von mich. Anscheinend lernt er jetzt Sheena kennen, unsere spätere Verwandte, also Vorfahrin hier von, ich weiß gar nicht wie lang. Wie kann ich diesen Schnee schmelzen? Warum muss ich ihn denn schmelzen? Warum kann ich ihn nicht einfach mit meiner Schaufel, die ich weggeworfen habe, zur Seite schieben? Oder mit meiner... Ich habe hier eine scheiß Schaufel im Metall. Nimm die Kackschaufel, du Horst. Hier scheint zwei Teile zu fehlen. Hier komme ich nicht rein. Kann ich wenigstens anklopfen? Taste, Schneebälle, Rezept. Ich habe ein Teesieb. Ich muss das hier irgendwie rausfrickeln. Kann ich das nur da... Nee, wäre ja auch zu schön gewesen. Mit dem Skatell geht ja auch nichts. Kann ich das mit Magneten hier rausfischen? Ich probiere jetzt alles aus. Das ist... Hier ist alles möglich in diesem Spiel. Da steht Apotheke, wirft die Schneebälle. Jetzt habe ich eine Tarotkarte, mit der ich ja auch sehr weit komme hier. Ich will meine Grimm-Fassad-Teile wieder. Das ist wenigstens halbwegs logisch. Was mache ich mit dem Müll? In der Taverne habe ich noch irgendwas zu tun. Ja, mit der Taverne muss ich das Teil da öffnen. Wir sind überall sonst fertig. Okay, wie hier... Was ist unter dem Deckel? Dem Trichter. Ich weiß nicht, was ich hier. Ich habe jetzt Kräuter. 3 Stück. Die ich ja dem Apotheker irgendwie geben soll, wahrscheinlich, weil er auch das Rezept will. Scheibe einschlagen, kann ich. Ich muss diesen Schnee schmelzen. Ich habe meinen Feuerstein nicht mehr, ne? Nee. Wieso muss ich den schmelzen? Wieso? Ich kann da nicht mal mehr heißes Wasser mit transportieren, wobei heißes Wasser auf Schnee leeren eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn es wirklich so kalt ist, weil das friert dann einfach nur noch schneller. Das schmilzt so ein bisschen was ab, aber. Wo soll ich. Deiner erlauchten Meinung nach hin, Wärter-Tipp. Ja, aber wie soll ich denn das mitnehmen? Soll ich die Schaufel da rein schmeißen und Kohlen mitnehmen, die mir ausgekühlt sind, bis ich da unten hingelaufen bin? Die Hand passt nicht hindurch. Darf ich da bitte meinen Magneten benutzen? Warum ist der Apothekenschlüssel eigentlich da drin? Hat der Apotheker den im Such verloren oder so? Hat er den versehentlich da hineinfallen lassen? Wie kommt er dann in seine Apotheke hinein? Außer durch Scheibe einschlagen und den brachialen Weg nehmen, aber an der Kasse fehlen 2 Tasten. Das interessiert mich eigentlich nicht so wirklich hier, ne? Ich soll doch eigentlich nur das Rezept hier abliefern und den Apotheker bitten, der ja jetzt natürlich nicht da ist, weil es mitten in der Nacht ist.
hier das Ding zu machen. Zwischen den Türen ist ein schmaler Schlitz. Wenn ich etwas Dünnes dazwischen schiebe, kann ich den Schrank bestimmt öffnen. Ich habe ein kaputtes Stethoskop. Kann ich das da durchschieben? Das ist aber nicht dünn genug. Kann ich die Karte nehmen? Die ist nicht stabil genug? Oh, doch. Ich brauche das Rezept. Bitte sehr. Ich brauche die Kräuter. Auf jeden Fall. Wie schieße ich das so? Habe ich alles? Nein, habe ich nicht. Hier fehlt ein Trichter. Okay. Hier fehlt nicht ein Trichter. Was fehlt mir denn sonst noch? Kann ich das jetzt benutzen? Oder fehlt sonst noch was? Ich habe noch mein Skalpell, ich habe noch mein Teesieb. Also das ist noch nicht fertig, da müssen wir wohl noch mal ran. Was mache ich denn mit dem Stethoskop? Zerlege ich das? Was mache ich denn jetzt damit? Darf ich hier irgendwelche Dinge tun? Ich glaube, das ist nicht vollständig. Weil mir fehlt halt noch so ein Kolben, ne? Und ich habe das da nicht. Also ich habe zumindest das Teesieb. Kann ich das Teesieb hier... Es ist zu kalt zum Denken, ja. Was mache ich mit dem kaputten Stethoskop? Das kann ich doch nicht als Zange benutzen. Das kann ich wohl doch als Zange benutzen. Jetzt habe ich einen Öffner. Brauche ich den hier? Nee. Nee, den brauche ich hier schon mal nicht. Jetzt habe ich einen Öffner. Ich habe aber hier nur die Kasse und ich habe nur einen von den beiden Riegeln. Was muss ich denn da öffnen? Welche Dose nehme ich auseinander? Oder was habe ich sonst noch zum Öffnen? Sag mir mal, welche Richtung ich soll. Einfach nur zurück. Okay. Gut, hier ist schon mal nichts. Das heißt, wir gehen dahin. Habe ich... Hier ist ein Dosenöffner. Also... Statt, dass ich das Glas aufschraube, nehme ich einfach den Dosenöffner. Das ist in Ordnung. Ich habe aber jetzt zumindest mal zwei von diesen Tasten. Menü. Handschuh. Aubergine. Tee, wo kann ich ihn hineingießen? In die Tasse. Hier. Ich hab das da. Ich klicke jetzt einfach. Brauche ich die? Nee, ich brauche die Pilze. Ich hab Butter. Ich hab Milchshake. Oh, Milchshake. Handschuhe. Bagel, Kaktus. Ein Kaktus gehört hier auf jeden Fall hin, ne? Ah, okay, so kleine Kakteen, die kann man, glaube ich, tatsächlich essen. Oder isst man da eigentlich nicht nur die Frucht von den Teilen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man Kaktusmilch, also Wasser, wie auch immer, kann man trinken. Handschuh, da, Ofenhandschuh. Der Bagel, auf den hätte ich jetzt auch Bock. Oh, das ist ein Bagel, gib mir den. Sesambagel und die Minze. Das ist keine Minze, das ist die Minze direkt darunter. Ein Becherglas. Wir machen mal die Schnellreise über die Karte irgendwie. Draußen. Habe ich jetzt alles? Das ist der Kolben. Nein, ich habe wohl noch nicht alles. Was fehlt mir noch? Also ich habe die Kräuter. Ich habe ja auch die Kaffeemühle stehen. Ich habe das hier alles. Acht ist das da rein. Schon da hinstellen. Elf ist anmachen und... Wieso geht denn das noch nicht? Ach, weil ich das komische... Warte mal. Weil ich das T-Sieb noch nicht präpariert habe. Okay.